قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني فوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمدتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمدتني. آمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. Die Übersetzung: und ganz gewiss wirst du sie als die gierigsten Menschen nach Leben finden, sogar mehr noch als diejenigen, die Allah etwas beigesellen. Manch einer von ihnen möchte gern 1000 Jahre am Leben bleiben, aber selbst, dass er am Leben bliebe, würde ihn nicht das der Strafe entrücken. Allah sieht wohl, was sie tun. Sag, wer auch immer Jibril Feind ist, so hat er ihn doch den Koran mit Allahs Erlaubnis in dein Herz offenbart, dass du bestätigst, was vor ihm offenbart war und als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Gläubigen. Wer Allah und seinen Engeln und seinen Gesandten und Jibril und Mikael Feind ist, so ist Allah den Ungläubigen Feind. Und wir haben zu dir ja im Koran klare Zeichen hinabgesandt, doch nur die Frevler verleugnen sie. Ist es nicht so, dass jedes Mal, wenn sie eine Verpflichtung eingingen, sie eine Gruppe von ihnen verworfen hat? Nein, vielmehr glauben die meisten von ihnen doch nicht. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Die Erklärung: und ganz gewiss wirst du sie als die gierigsten Menschen nach Leben finden, sogar mehr noch als diejenigen, die Allah etwas beigesellen. Manch einer von ihnen möchte gern 1000 Jahre am Leben bleiben, aber selbst, dass er am Leben bliebe, würde ihn nicht das der Strafe entrücken. Allah sieht wohl, was sie tun. Die Erklärung von diesem Vers bedeutet: und wahrlich, o Gesandter, also wahrlich ist also mit Nachdruck ganz bestimmt, wirst du feststellen,
dass diese Menschen, nämlich die Juden, mit einem sehr starken Verlangen nach einem langen Leben sind. Also sie geben einen großen Wert, dass sie lang leben, dass da kein Abbruch stattfindet im Leben. Egal, wo sich diese verachtete Leben befindet. Ganz gleich, wo sich das Leben befindet, sind sie bestrebt, dieses lange Leben auch dann auszuleben und zu kosten, so dass auch kein Abbruch stattfindet. Es geht aber mehr, indem gesagt wird, vielmehr vermehrt sich ihr Verlangen nach einem langen Leben über das Verlangen der Mushrikin hinaus. Um das, das noch einmal zu verdeutlichen, wie stark ihr Verlangen ist, ja, dass das Leben bestehen bleibt und die Bindung an das Leben auch dann festzustellen, ist, dass ihr Verlangen ist größer als die Beispiel, diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala bei Gesinnung zufügen. Also Mushrikun sozusagen. Dann wird hier in Erklärung gesagt, also das jüdische Gemeinde, wie im Koran hier auch dann auch erklärt wird, wünscht sich 1000 Jahre möglichst, also 1000 Jahre, also sehr lang sozusagen, sehr lang, lange, lange, lange Zeit zu leben. Doch das Alter, wenn es dann eintreffen sollte, entfernt ihn trotzdem nicht, trotzdem nicht von der Strafe Allah. Selbst wenn es eintreffen sollte, langes Leben ist also kein Hindernis für die Strafe, die sich später erfassen wird. Auch die 1000 Jahre oder das lange Leben wird ein Ende haben. Denn alles, was hat einen Anfang, hat ein Ende, und das Ende kommt mit Sicherheit. Und dann wird auch diese Strafe, die ihnen versprochen wurde von Allah subhanahu wa ta'ala, auch ganz sicher eintreffen. Und vor Allah subhanahu wa ta'ala, dem Erhabenen, bleibt nicht von ihren Taten verborgen. Also es entgeht ihm nichts in dem Sinn. Ja, es bleibt nichts verborgen, da er subhanahu wa ta'ala alles erreicht mit seinem Wissen und Macht. Und nichts geht ihm und nichts wird ihm entgehen. Und er wird sie so zur Rechenschaft ziehen, wie sie die Strafe verdient haben. Sie werden in jedem Fall das bekommen, was sie verdienen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Wer auch immer Jibril Feind ist, so hat ihn doch den Koran mit Allahs Erlaubnis in dein Herz offenbart, das zu bestätigen, was vor ihm offenbart war, und als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Gläubigen. Bedeutet, sag, o Gesandter Allah, den Juden, wenn sie sagen, Jibril ist unter den Engeln unser Feind, ja, wenn sie ihn jetzt anfeinden und ablehnen und abstoßen, ja, und durchstreichen, weil sie etwas erwartet haben, ja, wird dann gesagt, wer auch immer Jibrils Feind ist, so hat er doch, wer Jibril alayhis salam, den Koran mit Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala in dein Herz offenbart. Auch wenn sie ihn als Feind nehmen, ja, er ist derjenige, der es durch Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala den Koran in seinem Herzen, nicht im Herzen des Propheten, offenbart, um die vorherigen Bücher Allah zu bestätigen. Das ändert nicht. Es ändert an der Vorbestimmung nicht. Und es hindert, was Allah subhanahu wa ta'ala vorhat, nicht. Auch wenn sie dagegen rebellieren, auch wenn sie sich dagegen aufstemmen, auch wenn sie die Menschen verwirren wollen, ja, das bleibt, weil Allah subhanahu wa ta'ala diese Bestimmung bestimmt hat, ja,
und so auch dann erlaubt hat, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Offenbarung bekommen hat, um die vorigen Bücher Allah subhanahu wa ta'ala zu bestätigen, als Rechtleitung zur Wahrheit und als frohe Botschaft für diejenigen, die ihn mit allem Guten im Diesseits und im Jenseits bestätigen. Subhanallah. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Man كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Wer Allah und seinen Engel und seinen Gesandten mit Jibril und Mikal Feind ist, so ist Allah den Ungläubigen Feind. Ja, das heißt, wer auch immer Allah, seine Engel, seine Gesandten, seien sie Engel oder Menschen, weil Gesandten sind auch die Engel, ganz gleich, und besonders Jibril und Mikael anfeindet, ja, denn die Juden behaupten, dass Jibril ihr Feind und Mikael ihr Helfer ist. Ihr Helfer, den Judenshelfer, ist Feind und ihr Helfer. Ja. So lehrte Allah sie, dass wer auch immer nur einer von ihnen anfeindet, ja, nur einer von ihnen, ja, das heißt also, so hat er auch die anderen angefeindet. Das ändert an der Sache nicht, wenn sie sagen, wir bestätigen den anderen wollen wir nicht bestätigen. Wenn sie den anderen nicht bestätigen, so haben sie auch den sie bestätigt haben, auch nicht bestätigt. Weil er nämlich vor Allah subhanahu wa ta'ala beauftragt. So hat er auch die anderen angefeindet und Allah ebenfalls. So ist unvermeidlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Feind gegen diejenigen, die seinen Gesandten anfeinden. Ohne Zweifel. Ja? Nämlich sie feinden die anderen an und verleumden, nämlich was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Was hat er herabgesandt? Nämlich die Offenbarung an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ohne Zweifel. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Wir haben zu dir ja im Koran klare Zeichen hinabgesandt. Doch nur die Frevler verleugnen sie. Wir haben zu dir ja im Koran klare Zeichen hinabgesandt. Doch nur die Frevler verleugnen sie. Was bedeutet, und wir haben zu dir ja, o Gesandter, ja, und wenn Allah subhanahu wa ta'ala so zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann ist das ja ein Trost. Er tröstet den Propheten sallallahu alaihi wasallam, auch die Gläubigen, weil sie auf dem rechten Weg und sie auch dann geduldsam auf dem rechten Weg bleiben. Und wir haben ja zu dir, o Gesandten, deutliche und klare Zeichen hinabgesandt, die darauf hinweisen, dass du für wahr ein Gesandter Allah bist. Ja? Dass du für wahr ein Gesandter Allah bist. Doch nur diejenigen, die die Rechtleitung Allahs verlassen haben, verleugnen dies. Nur diejenigen, die dagegen rebellieren und dagegen vorgehen, indem sie die Menschen dann verwirren, falsche Informationen verteilen, ja? Das sind dann diejenigen, die Allahs Religion verlassen haben, dadurch, weil Allah subhanahu wa ta'ala sie aus seiner Barmherzigkeit rausgeschmissen hat. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala wieder erinnernd daran: أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Ist es nicht so, dass jedes Mal, wenn sie eine Verpflichtung eingingen, einen Vertrag, einen Bund, eine Verpflichtung eingingen, sie eine Gruppe von ihnen verworfen hat? Nein, vielmehr glauben die meisten von ihnen doch nicht. Die meisten von ihnen glauben was? Also doch nicht. Das heißt also,
wie schändlich die Situation der Kinder Israel ist in ihren Brechen von Bunden, des Bundes, einen Vertrag, Versprechen, Mithaq sozusagen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Wie verwerflich das ist. Ja? Wie unklug im Grunde, wie dumm, um ganz genau zu sein, ja? Dass man diesen Vertrag mit Allah subhanahu wa ta'ala kündigt und auflöst. Ja? Ja? Ist es nicht so, dass jedes Mal, wenn sie eine Verpflichtung eingingen, sie eine Gruppe von ihnen verworfen haben? Denn jedes Mal, wenn sie einen Bund eingingen, verwarf ihn einer ihrer Gruppen, indem sie ihn brachen, indem sie diesen Bund gebrochen haben, aufgelöst haben, gekündigt haben, wie man so das auch so ausdrücken möchte. So siehst du sie heute einen Bund eingehen und morgen brechen sie ihn wieder. Ja, sie, alles klar, Vereinbarung, gibt es etwas? Nein. Einverstanden, alles in Ordnung, unterschrieben. Morgen haben sie ihn gelöst. Ajib, wirklich Ajib. Denn die meisten von ihnen glauben nicht an das, womit der Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء
Wallahu dhul fadlil azim. Die Übersetzung: und als nun zu ihnen ein Gesandter von Allah gekommen ist, das bestätigend, was ihnen an Offenbarung bereits vorlag, da hat eine Gruppe von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, das Buch Allahs hinter ihren Rücken geworfen, als ob sie nicht Bescheid wüssten. Und sie folgten dem, was die Teufel unter der Herrschaft Suleiman den Menschen verlasen. Nicht Suleiman war ungläubig, sondern die Teufel waren es, indem sie die Menschen in der Zauberei unterwiesen und in dem, was auf die beiden engelhaften Männer in Babel, Harut und Marut, herabgesandt worden war. Und sie beide unterwiesen niemanden in der Zauberei, ohne zu sagen, wir sind nur eine Versuchung, so werde darum nicht ungläubig. Und so lernten sie von ihnen beide das Zaubermittel, womit man Zwietracht zwischen den Ehegatten stiftet. Doch können sie damit niemanden schaden, außer mit Allahs Erlaubnis. Und sie erlernten, was ihnen schadet und nicht nützt. Und sie wüssten doch, dass wer es erkauft, am Jenseits wahrlich keinen Anteil hätte. Fürwahr, wie schlimm ist das, wofür sie ihre Seele verkauft haben, wenn sie es nur wüssten. Und wenn sie geglaubt hätten und gottesfürchtig gewesen wäre, dann wäre eine Belohnung von Allah dafür wahrlich besser als das, was sie erkauft haben, wenn sie es nur wüssten. O, die ihr glaubt, sagt nicht zum Propheten Ra'ina, sondern sagt Unzurna und hört auf den Propheten, und für die Ungläubigen wird es schmerzhafte Strafe geben. Weder diejenigen unter den Leuten der Schrift, die ungläubig sind, noch die Götzendiener möchten, dass euch etwas Gutes von eurem Herrn offenbart wird. Aber Allah zeichnet mit seinen Erbarmen aus, wen er will, denn Allah besitzt große Huld. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Die Erklärung: und als nun zu ihnen ein Gesandter von Allah gekommen ist, das bestätigend, was ihnen an Offenbarung bereits vorlag, da hat eine Gruppe von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, das Buch Allahs hinter ihren Rücken geworfen, als ob sie nicht Bescheid wüssten. Das bedeutet: und als Muhammad, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, mit dem Koran zu ihnen kam, der mit dem übereinstimmend, was sich von der Tora besitzen, verwarfen einige von ihnen das Buch Allah subhanahu wa ta'ala und taten es hinter ihren Rücken. Ihre Angelegenheit ist die Angelegenheit der Unwissenden, die nicht die Wahrheit wissen. Das heißt also, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dem Koran gekommen ist, der übereinstimmend mit der Tora oder mit dem übereinstimmend, was sie von der Tora besitzt, was zum größten Teil Aqaid und so weiter, verwarfen sie von ihnen das Buch Allahs, also praktisch einige von ihnen, und taten es hinter ihren Rücken. Und ihre Angelegenheit ist die Angelegenheit der Unwissenden. Das ist natürlich Tat von wem? Von den Juhal sozusagen, die nicht die Wahrheit wissen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر
الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Und sie folgen dem, was die Teufel unter der Herrschaft Suleiman den Menschen verlasen, yani was verkündet. Nicht Suleiman war ungläubig, sondern die Teufel waren es, indem sie die Menschen in der Zauberei unterwiesen und in dem, was auf die beiden engelhaften Männer in Babel, Harut und Marut, herabgesandt worden war. Und sie beiden unterwiesen niemanden in der Zauberei, ohne zu sagen, wir sind nur eine Versuchung, so werde darum nicht ungläubig. Und so lernten sie von ihnen beide das Zaubermittel, womit man Zwietracht zwischen den Ehegatten stiftet. Doch können sie damit niemanden schaden, außer mit Allahs Erlaubnis, und sie erlernen, was ihnen schadet und nicht nützt. Und sie wüssten doch, dass wer es erkauft am Jenseits wahrlich keinen Anteil hätte. Fürwahr, wie schlimm ist das, wofür sie ihre Seele verkauft haben, wenn sie es nur wüssten. Das heißt also, was uns der Vers hier sagen will, dass die Juden und die Jugend und die Juden folgten dem, was die Shayatin, den Zauberern unter den Menschen, unter der Herrschaft Suleiman. Das heißt also, und die Juden folgten dem, was diese Shayatin, den Zauberern unter der Herrschaft Suleiman, des Sohn Daud, lernten. Nicht, dass sie von Suleiman, sondern von Shayatin, die eigentlich die Menschen damals verbreitet haben und nicht Suleiman ibn Daud. Suleiman lehrte natürlich keine Zauberei oder satanische Sachen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und die Bedeutung hier, nicht Suleiman war ungläubig und nicht er lehrte Zauberei, jedoch die Shayatin waren es, die das gelehrt haben. Sie haben das also den Menschen, damit die Unruhe unter den Menschen stiftet, damit Fitna sich dann vermehrt und die Menschen abhängig gemacht werden. Und heute, wenn Zauberei beispielsweise, und das gibt es heute in mehrfacher Form, auch in den islamischen Ländern, dann werden die Menschen abhängig gemacht. Und manchmal gibt es bestimmte Riten, die sie nachkommen müssen, wie zum Beispiel ein Tier zu schlachten, das schwarz ist, und bestimmte Sachen dann rufen müssen. Und sie binden die Menschen, diese Riten, auch dann in regelmäßigen Abständen dann durchzuführen, damit sie abhängig bleiben, weil sonst geraten sie unter Leid und Schmerz, damit sie befreit werden und auch nicht dadurch weiter leiden, müssen sie bestimmte Dinge erfüllen. Und das haben die Shayatin unter den Menschen, damit sie sie auch abhängig machen. Die Religion lehrt so etwas nicht. Und Prophet Hasha, dass er so etwas lehrt, alayhis salam, dass er etwas Leuten lehrt, die eine zerstörerische Maßnahmen durchführen. Und dass die Menschen nachher dann abhängig gemacht werden. Wie viele erkaufen sich so etwas und bezahlen praktisch diese Shayatin, diese Scharlatane, damit sie etwas unternehmen können und die Menschen ihre Ruhe erkaufen. Aber das ist ein Fehler, die gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala ungläubig wurden, als sie den Menschen
um deren Religion zu verderben und die Zauberei lehrten. Dann gibt es manchmal Zelbis, auch unter den Menschen, dass sie sagen, aber das hilft doch. Ist doch gut, dass er befreit ist. Warum seid ihr dagegen? Ist doch was Gutes. Das ist aber nichts Gutes. Das ist nichts Gutes. Weil eine andere Methode der Heilung, die mit Allahs Erlaubnis was Allah erlaubt hat, ist besser als die Methode, die Allah verboten hat. Dann wird auch gesagt, auch die Juden folgten der Zauberei. Auch die Juden folgten der Zauberei, die auf die Engel Harut und Marut auf die Erde in Babel, wahrscheinlich Babylon sozusagen, ja, im Irak, als Prüfung heimsuchen von Allah subhanahu wa ta'ala, für seine Diener herabgesandt wurde. Denn im Koran, die Übersetzung im Koran heißt es, indem sie die Menschen in der Zauberei unterwiesen und in dem, was auf die beiden engelhaften Männer in Babel, Harut und Marut, herabgesandt worden war, und sie beiden unterwiesen niemand, Harut und Marut, unterwiesen niemanden in der Zauberei, ohne zu sagen, wir sind nur eine Versuchung, wir sind Fitna für euch, sozusagen. So werdet darum nicht ungläubig, dann ist es besser, es nicht zu machen. Und so lernten sie ihnen beide das Zauberei, womit man Zwietracht zwischen den Ehegatten stiftet, zum Beispiel. Ja? Das heißt also, und die beiden Engel unterwiesen niemanden, ohne Ratschläge und Nasiha zu geben, ja? Und auch davor zu warnen, die Zauberei zu lernen, indem sie sagen, werdet nicht ungläubig. Ja, werdet nicht ungläubig durch das Lernen der Zauberei und den Gehorsam gegenüber den Shayatin, sagen sie extra. So lernten die Menschen, so lernten die Menschen von den beiden Engeln, was man tun muss, um Hass und Zwietracht den Ehegatten zu erzeugen, sodass sie sich trennen. Ja? Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala die Erklärung, doch kann die Zauberei niemanden schaden, außer mit Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala und Bestimmung Allah. Das bedeutet, alles was geschieht, geschieht durch Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala, durch sein Qada und Qada. Auch diese Zauberei, wenn sie vollzogen wird, geschieht sie, also wenn jemand es trifft, dann trifft sie durch Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala. Und zugleich ist das ja auch eine Prüfung. Erinnern wir uns an Hadith von Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er an Ibn Abbas radiallahu anhu Kalimatan gelehrt hat. Er sagte, ja Ghulam, inni u'allimuka Kalimatan. Ich lehre dir einige Worte. Bewahre Allah, dann bewahrt er dich. Bewahre Allah, dann findest du ihn vor dir. Dann sagt alaihi sallallahu alaihi wa sallam sinngemäß, und wenn alle Menschen sich versammeln, dir in etwas zu nutzen, werden sie dir nur in dem nutzen, was Allah bestimmt hat. Und wenn alle Menschen sich versammeln würden, dir in etwas zu schaden, würden sie dir nur schaden in dem, was Allah erlaubt hat. Letztendlich geschieht das, was Allah erlaubt, sozusagen. Ja, das bedeutet, da würde jemand sagen, warum lässt das Allah zu? Ja, das ist aber eine falsche Frage. Allah subhanahu wa ta'ala lässt das nicht zu. Natürlich geschieht durch sein Erlaubnis. Aber derjenige, der geht ja freiwillig hin. Da kommen wir zum Beispiel was? Al-Kawni wa al-Shara'i. Also die universalen Gesetze und die anderen nicht universalen Gesetze. Universale Gesetze, da hat niemand Einfluss darauf. Wie Krankheit, Erdbeben und so weiter. Andere Dinge, wo ich dann selber entscheide, da bin ich dafür verantwortlich. Ja? Und das entscheiden die selbst. Sie gehen dorthin und erkaufen sich dann sowas, obwohl sie wissen, das ist Haram. Ja? Manchmal rufen mich einige Geschwister und sagen, machen Sie das auch? Können Sie was schreiben? Rufen Sie mich aus Hamburg und ich bin in Bonn, können Sie was schreiben? Weil meine Tochter, bis ich das kapiert habe, was sie will. Ja? Ich sagte, ich kann nicht von ihr schreiben. Wer ist deine Tochter? Ja, ich gebe dir Namen, alles. Inshallah, machst du das. Also ich kann von der Entfernung und geben Sie mir Ihr Konto, ich überweise Ihnen Geld.
Ja. Subhanallah. Als High-Tech-Chef bei SMS. Ja, gibt es anscheinend. Also, ich dachte, ich mache so etwas nicht und das ist auch nicht erlaubt. Ah, ich dachte, es wäre erlaubt. Vielen Dank, Sheikh. Salamu alaikum. Dann wissen Sie, mit dem ist nichts zu machen. Dann suchen Sie jemand anders dann. Subhanallah alaikum. Ja. Die Zauberer erlernten nur das Übel, ja, das ihnen schadet und nicht nützt. So übertrugen die Shayatin, ja, diese Lernmittel sozusagen den Juden, wie es hier im Vers auch dann darauf hingewiesen, und sie bereiteten sich und sie breitete sich unter ihnen aus, bis sie sich vor dem Buch Allahs bevorzugen. Yani bis sie, also diese Art von Buch Allah bevorzugt haben. Subhanallah. Und die Juden wussten doch, dass derjenige, der die Zauberei wählt und die Wahrheit unterlässt, keinen Anteil am Guten im Jenseits haben wird. Yani la hadda lahu, yani fi yawm al-qiyamah. Überhaupt nicht. Keinen Anteil sozusagen im Jenseits haben wird. Für wahr, wie schlimm ist das, wofür sie ihre Seele verkauft haben, yani das zu wissen, dass es etwas schadet und dass es ein schlechter Ausgang für sie sein wird. Wie schlimm das ist, dass man sich trotzdem dafür entscheidet. Also wie schlimm muss es den Menschen ja praktisch gehen, dass er sich trotzdem dafür entscheidet, für das Böse sich zu entscheiden. Durch Zauberei und Kufr, mit denen sie den Iman und das Befolgen der Gesandten ersetzen. Sie haben dadurch im Grunde einen Ersatz für die Rechtleitung und für die Gesandten. Wenn sie nur Wissen darüber hätten, wie schlimm sie gehandelt haben, ja, wenn sie es nur wüssten sozusagen, was für einen Nutzen diese Tat hätte, mit denen sie gewarnt wurden, wie schlecht. Obwohl sie das gewusst, sie wissen das, das ist schlecht. Aber wenn sie wüssten wirklich, welchen Ausgang sie erwarten wird, ja, die harte Strafe, die sie dann erwartet, wie immer damit gedroht wird, also das ist ja nicht etwas, was jeder aushalten kann. Und wer will das, ich meine, aushalten müssen sie es, so wohl oder übel. Aber trotzdem wird dann gesagt, wie furchtbar das ist, dass man sich trotzdem dafür entscheidet, also gegen das Gute und für das Schlechte. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Wenn sie geglaubt hätten und gottesfürchtig gewesen wären, dann wäre eine Belohnung von Allah dafür wahrlich besser als das, was sie erkauft haben, wenn sie es nur wüssten, wenn sie es wirklich nur realisieren würden, wenn sie sich das nur vorstellen könnten. Und wenn die Juden geglaubt hätten, also diese was im Koran berichtet über Banu Israel, Kinder Israel, und das ist ja das jüdische Volk damals, wenn die Juden geglaubt hätten und Allah subhanahu wa ta'ala fürchteten, so wären sie sicher, dass die Belohnung Allah besser ist als die Zauberei. Ja? Wenn sie es nur wüssten, dann wäre für sie mit Sicherheit klar geworden, dass die Belohnung Allah besser ist und was sie damit erworben haben. Wüssten sie nur, was mit Iman und Gottesfurcht an Belohnung gibt, so würden sie glauben. Das heißt also, würden sie Allah subhanahu wa ta'ala nach seinem wahren Wert bemessen, dann hätten sie auch seine Worten einen großen Aufmerksamkeit zugewidmet und auch dann umgesetzt bei sich. Aber da sie sich das nicht vorstellen, weil der Iman ja kaum vorhanden ist, dann können sie Allah subhanahu wa ta'ala auch nicht nach seinem wahren Wert bemessen. Yani wie Allah sagt, وَمَا قَدَرُ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ.
Yani viele Menschen, ja, lassen, auch Muslimen, wenn sie nur Allah subhanahu wa ta'ala wüssten, wenn sie nur wüssten, ja, wer Allah wirklich ist und was sie von Allah zu erwarten hätten, dann würden sie ihn nach seinem wahren Wert bemessen. Ja, dann hätten sie, dass Allah subhanahu wa ta'ala, der mit mir spricht, Allah subhanahu wa ta'ala, der mir das anordnet, Allah subhanahu wa ta'ala, der mich beschützt und seine Gaben zu mir kommen lässt und Rechtleitung mir gezeigt hat, das gebührt Dank gegenüber Allah. Und Dank ist, haben wir auch gelernt, das ist nämlich die Umsetzung der rechtschaffenen Werke. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْفُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. O die ihr glaubt, sagt nicht zum Propheten Ra'ina. O die ihr glaubt, sagt nicht zum Propheten Ra'ina, sondern sagt Unzurna und hört auf den Propheten, und für die Ungläubigen wird es eine schmerzhafte Strafe geben. Auch dieses Volk haben bestimmte Wörter benutzt, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam auf eine Art und Weise so zu beleidigen, indem sie dieses Wort benutzt haben. Ja, denn die Erklärung sagt, o die ihr glaubt, sagt nicht zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ra'ina. Denn die Juden pflegten, statt höre und zu sagen Ra'ina, und täuschten ihn damit, indem sie Ra'ina sagten, was die aufmerksam ihnen gegenüber bedeutet, doch in Wahrheit meinten sie Ra'ina Ru'una. Weil sie meinten aber mehr Ru'una, welches eine Beleidigung ist, indem es bedeutet, dumm und verrückt. Haben sie dieses Wort benutzt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das verboten. Aber die Banu Israel, die haben statt Salamu alaikum, was haben die gesagt? Assalamu alaikum. Tod sei auf dich. Immer wieder. Verrückt. Also wenn du wirklich diese Eigenschaften liest und immer wieder triffst, es hört überhaupt nicht auf. Es geht immer weiter. Subhanallah. Ja, dann wird dir auch manches klar. Ja, wenn du dann immer diese Eigenschaften liest, Subhanallah, dann wird ja einiges klar. Doch Allah subhanahu wa ta'ala verbot den Gläubigen Ra'ina zu sagen, wie in seiner Aussage, subhanahu wa ta'ala. Das heißt also, und unter denjenigen, Allah sagt, und unter denjenigen, die dem Judentum angehörten, verdrehen manche den Sinn der Worte und sagten, wir hören, doch wir widersetzen uns. Und höre, also ob du nicht hörtest, yani Ra'ina, wobei sie mit ihren Zungen verdrehen, ja, und die Religion schmähen, wenn sie gesagt hätten, wir hören und gehorchen. Und höre und unzurna, wäre es wahrlich besser, ja, und richtiger, also wenn sie unzurna gesagt hätten. Aber Allah hat sie für ihren Unglauben verflucht, darum glauben sie nur wenig. Wenn sie nur das richtige Wort, dann wäre das ja richtig, aber sie haben das so verdreht, haben aber etwas anderes damit gemeint. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und die Erklärung dafür, o ihr Gläubigen, sagt stattdessen unzurna, was bedeutet, schau uns an, welches also zu derselben gewünschten Bedeutung führt, und hört, was euch aus dem Buch eures Herrn rezitiert wird. Yani seid gehorsam, was euch rezitiert wird vom Al-Quran al-Karim, und gehorcht. Und gehorcht, yani unterwerft euch dem, was ihr von Rezitation hört. Und für die Leute gibt es eine schmerzhafte Strafe, die etwas anderes damit gemeint haben. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم
والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Weder diejenigen unter den Leuten der Schrift, die ungläubig sind, noch die Götzendiener möchten, dass euch etwas Gutes von eurem Herrn offenbart wird. Aber Allah zeichnet mit seinem Erbarmen aus, wen er will, denn Allah besitzt große Huld. Das heißt also, weder die Glaubensverweigerer unter den Leuten der Schrift, das bedeutet also unter, ja, gibt es aber Gläubigen, die unter den Leuten der Schrift, die wer? Isa befolgt haben, ja, radiallahu sallallahu alaihi wasallam, den Leuten der Schrift, noch die Mushrikin mögen es, dass euch etwas Gutes von eurem Herrn herabgesandt wird. Also, sie mögen das nicht. Mit anderen Worten, sie fühlen sich nicht wohl, wenn euch etwas Gutes von eurem Herrn kommt. Sie gönnen euch das nicht. Sozusagen, so glaube ich. Weder die Glaubensverweigerer unter Leuten der Schrift noch die Mushrikin mögen es, dass euch etwas Gutes von eurem Herrn herabgesandt wird. Sie mögen das nicht. Ja? Sei es der Koran oder Wissen, Koran al-Karim. Und wie oft hat man versucht, den Koran zu beeinflussen? Gab es ja in Kuwait vor einigen Jahren, da gab es Al-Furqan, haben sie, glaube ich. Und da haben sie ziemlich reingespielt. Und wenn ich mich nicht täusche, steckten die Amerikaner dahinter, Wallahu a'lam. Furqan al-Haq. Furqan al-Haq. Al-Kuwait. Kuwait. Trotz aller dieser Anstrengungen können sie nicht. Al-Quran können sie nicht. Subhanallah al-Azim. Warum? Warum? Einmal versprechen Allah, Subhanahu wa ta'ala, hat versprochen. Allah, Subhanahu wa ta'ala, hat die Atmosphäre dafür geschaffen, dass dieser Quran unmöglich, dass jemand an dem Quran spielen kann. Sehr viele Muslime können ihn auswendig. Das ist ein zusätzlicher Schutz. Ja, zusätzlicher Schutz. Yani nicht nur in den Büchern, dann ist es einfach. Kehre zum Beispiel zu den Bibel zurück, dann findest du, dass bestimmte Versen immer ein bisschen verändert wird. Ja, immer wieder verändert wird. Derjenige, der nicht belesen ist, wird es kaum feststellen. Ja, kaum feststellen. Sondern ich habe mal einen Priester mal gefragt, warum eigentlich? Warum wird dann immer wieder... Sagt er, ja, so vom Sinn her bleibt es, aber wir glauben, dadurch sind wir der Wahrheit noch näher. Das ist aber sehr gut, wenn du sagst, der Wahrheit noch näher. Für mich stellt sich jetzt die Frage, welche Wahrheit? Ja, nach welchem Ausgangspunkt arbeitet ihr, um zu sagen, das ist jetzt die Wahrheit? Ja, und da konnte er mir leider keine Antwort geben. Für mich war das spannend, als er gesagt hat, wir sind der Wahrheit noch näher gekommen. Also sind sie der Wahrheit anscheinend doch etwas weit entfernt. Ja? Subhanallah al-Azim. Ja. Und von daher, sie versuchen das natürlich. Ja, und sie investieren sehr viel. Ja. Es gibt auch christliche Sender. Dann taucht eine Frau auf. Die kann zwei Versen und sie kann das lesen. Und dann bringen sie einen langen Bukhari-Hadith. Dann macht sie sich lustig über bestimmte Aussagen. Und nur, damit das so, sozusagen die Verwirrung unter den Menschen, was sie vermitteln möchte, ist, dass sie sagt, guck mal, wie Schwachsinn, an welchen Schwachsinn sie glauben, so etwas. Ne? Und dann, damit sie die Verwirrung unter den Menschen stiften, damit es ihnen erschwert wird, an die Wahrheit näher zu kommen. Ja. Aber das liegt natürlich auch teilweise an uns, weil wir kaum uns mit Koran beschäftigen und diese Koran den Menschen kaum hören können. Sie hören nur
tötet sie, wo sie nur findet. Und macht sie fertig. Oder weiß Gott, was die immer verbreiten. Das ist der Koran. Koran ist nur mit Blutrünstigkeit und Vernichtung der Menschen und alles sind nicht wert und so weiter und so fort. Das ist halt das, was also immer verbreitet wird, sozusagen. Aber der Koran ist mehr. Denn also sie versuchen ja den Koran, wie ihr auch gesagt habt, sie wünschen euch das nicht. Ja? Sie haben also was dagegen, dass du etwas Gutes von deinem Herrn bekommst, nämlich Koran oder Wissen, Unterstützung oder frohe Botschaft, denn das ist nichts Gutes sozusagen für die Menschen. Doch Allah subhanahu wa ta'ala, warum? Weil durch diese Koran, Wissen und frohe Botschaft, ja, bist du nicht in einem Zwang. Es gibt da manchmal so gesellschaftliche Zwänge, ja, also da, um die Zugehörigkeit auch dann zu bestätigen, musst du auch bestimmte Sachen machen, was die Gesellschaft macht. Man spricht dann von ungeschriebenen Gesetzen. Geschriebene Gesetze sind andere, aber ungeschriebene, was die Gesellschaft. So dann ist das nicht mehr zeitgemäß, dass eine Frau was? Kopftuch oder ein Hijab auf den Punkt zu bringen. Die Bärtigen, sie wollen ganz gern 7. Jahrhundert zurück. Und so wird das immer so verkoppelt miteinander. Ja. Und versuchen sie das also bei den Menschen? Nein. Kann man sagen, es ist Neid bei ihnen? Mit Sicherheit ist es Neid. Neid, ein großer Neid, der nachher zum Hass übergeht. Das ist ja auch nachher. Neid, kann man, aber wenn es nachher so praktisch also mit, gönnt der das nicht, das löst bei ihm Zorn aus. Ja. Also, wenn du manchmal siehst, du Menschen in der Stadt, sagst du, unglaublich. So, da. Also, wenn er könnte, wie er wollte, sozusagen. Und so muss man sagen, wenn sie könnten, wie sie wollten, bei manchen, diese uneinsichtigen Menschen. Doch Allah subhanahu wa ta'ala zeichnet mir seine Erbarmen aus und er, wen er als Propheten und Gesandten von seinen Dienern will. Das heißt also, Allah subhanahu wa ta'ala ist souverän und unabhängig, unbeeinflussbar und lässt die Barmherzigkeiten dem zukommen, wem er will. Subhanahu wa ta'ala. Das ist zugleich auch Fitne für die anderen, ob sie beim Glauben bleiben oder nicht. Das ist zugleich dann Fitne für sie. Allah subhanahu wa ta'ala prüft sie. Allah azza wa jal, um Al-Iman zu bestätigen, musst du natürlich das annehmen, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Ja? Und nicht, was ich mir wünsche. Jetzt stell dir vor, jeder macht seine eigene Religion. Jeder schneidet sich seine eigene Religion. Und genau das geschieht. Genau das ist geschieht. Indem sie sagen, wenn zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, ein islamischer Staat wäre, dann würde auch nach den Prinzipien der Religion auch dann so die Atmosphäre bewahren. Aber diese Atmosphäre, in anderen Ländern, die ein System haben, das also Religion vom Staat gelöst wird, dann ist nachher Religion was? Eine Privatangelegenheit. Ob einer das macht oder nicht, das ist seine Sache. So, das heißt also, jeder hat die Freiheit, diese Freiheit, und das führt nachher zu einer Destabilisierung der Religion. Also es wird aufgeweicht automatisch. Zwingt nachher auch die Institutionen dann auch natürlich so zu handeln, wie die Menschen auch wollen. Nicht umgekehrt. Also nicht nach dem Koran, nicht nach dem Buch, also nicht nach der Bibel, wenn wir sagen, die Christen, sondern irgendwann sage ich, es ist nicht mehr zeitgemäß, was soll das überhaupt? Ja, so. Dann müssen sie das ändern. Und dann kommen sie immer Stück für Stück, auch wenn sie nicht wollen. Und besonders die Katholiken tun sich ja sehr schwer. Ja, und dann müssen sie irgendwann das aufweichen und auflösen, weil alle nachher dann den Druck bei ihnen ausüben. Alle. Ja. Und das ist so das Ziel, dass später so diese Religion nicht diese Dominanz haben darf in einem Staat, sondern eigentlich Laizismus, sagt man sozusagen.
Das ist das Dominanz. Und sie sind drüber und regeln, was zu regeln ist, nach dem Maßstab, die sie natürlich dann bestimmen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, er lässt die Barmherzigkeit zu dem kommen, wie er sagt, doch Allah subhanahu wa ta'ala zeichnet mit seinen Erbarmen aus, wen er als Propheten und Gesandten von seinen Dienern will. Er bestimmt, wem er will. Nicht anderen bestimmen. Und das ist die Souveränität, die Allah subhanahu wa ta'ala dann für sich immer in Anspruch nimmt. Ganz gleich, ob die anderen das machen oder nicht. Das spielt jetzt erstmal überhaupt keine Rolle. Nur hier, wer wirklich ein Mu'min sein will, der muss nach diesen Regeln sozusagen sein Leben richten. Ja? Und wenn er auch irgendwo außerhalb lebt, nicht in einem islamischen Land, dann muss er sein Leben nach seiner Religion, nach Möglichkeiten, die ihm vorhanden ist. Yani wie der Prophet sagt, Taqullaha mastata'tum, ja, so wie ihr könnt. Doch Allah subhanahu wa ta'ala zeichnet mit seinen Erbarmen aus, wen er will als Propheten und seinen Dienern will. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist der Besitzer von Wohltätigkeit und Großzügigkeit, zu großzügigem, zahlreichen Geben. Na, Taib. Nein, noch nicht. Mit Ra'ina. Und sie meinten aber Ru'una dabei. Kommt ja davon. Ja, genau. Nein, noch zwei Fragen. Einmal hat schon eine Frage zu dieser Eier, 104. Hier, Allah sozusagen macht es azirisch, ja? Weil Allah ihre verdorbenen Herzen kennt. Genau. Sie meinen mit Ra'ina, Ra'una. Ra'una, genau. Also er sei verrückt. Ra'una. So sagt Allah, sagt Ra'una, weil das deutlicher klar ist. Richtig, ja. Und das gleiche. Diese Doppeldeutigkeit. Nein, hat das nicht. Das ist richtig. Erzieherisch, weil dann es geziemt sich nicht, dass man den Propheten so nennt. Das geht nicht. Ja? Aber da sie, ihr habt ja auch mitbekommen, wie sie auch mit Musa, a.s., wie sie ihn ja fast verrückt gemacht haben, mit ihren Ausdrücken und Verhalten und Ablehnung und immer wieder. Und so haben sie dann auch mit Propheten auch angefangen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das natürlich dann unterbunden mit diesem Wort. Nein. Nein, Sheikh. Sogar mit Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu inna Allah faqirun. Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yadullah maghlula. Subhanahu wa ta'ala. Es ist also interessant, diese Charaktere einfach mal so durchzugehen und zu lernen, subhanallah, wie weit, also unabhängig nach Rasse, mich interessiert also weniger die Rasse, wie weit ein Mensch gehen kann, wenn er geblendet ist, wie weit er tatsächlich die Grenzen übertreten kann, subhanallah, unglaublich. Für uns ist es wichtig jetzt, nicht weil diese Rasse sozusagen, also die Kinder Israel sich so verhalten haben, das ist erstmal zweiter. Für uns ist wichtig, dass wir diese Charaktere natürlich auch dann uns bewusst machen, das gehört es sich nicht einem Gläubigen, dass er so mit seinen Herrn umgeht. Und da kommen wir nämlich auf das zurück, was Akhlaq mit Allah subhanahu wa ta'ala, yani wirklich dann immer aufs Neue noch einmal zu überprüfen, wie gehe ich mit Allah um. Weil das ist eine schleichende Angelegenheit, die sich dann langsam schleichend immer sich dann vertieft. Irgendwann hast du keinen Respekt vom Herrn, vor deinem Schöpfer. Und wer natürlich diesen Akhlaq mit Allah subhanahu wa ta'ala bewahren möchte, der soll natürlich also auch dann an sich arbeiten. Und dann sind diese Geschichten, die vorher stattgefunden haben, ob das jetzt mit ihnen oder wenn auch andere Geschichten, wie von Nuh a.s. und sein Volk, wie sie mit ihm umgesprungen sind und
alles abgelehnt, sogar nicht hören und nicht sehen wollten, was Allah mit ihnen gemacht hat. Das sind so diese Verhaltensregeln, die irgendwann ein Mensch verliert gegenüber jemandem, sei es Prophet oder Engel oder nachher Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Ich hätte noch mal eine Frage zu Ayah 102. Weil hier in der Übersetzung haben sie geschrieben, gegen Harut und Marut, dass es zwei engelhafte Männer waren. Ja. Im Tafsir sagt es aber, es waren zwei Engel. Ja. Und die hatte Allah zu Bani Israel in der Zeit von Suleiman geschickt. In Babylon. Fitna für sie, ja. Ja, in 102. Genau, sagt er hier. وكذلك اتبع اليهود السحر الذي انزل على الملكين هاروت وماروت der auf die Engel herabgesandt wurde هاروت وماروت بأرض بابل في العراق امتحانا وابتلاء من الله لعباده also eine Prüfung und ein Test von Allah subhanahu wa ta'ala an seine Diener und sie haben sie auch gewarnt vorher sagt das wir empfehlen euch das nicht und wir warnen euch geht nicht zum Kufr über. Ja. Und wenn man in Tabari liest, weil das findest du dann in Tabari und im Nukathir, dann gibt es auch Überlieferungen, die auch dann darauf hinweisen, wie sie sich verhalten haben. Dass auch in der Erzählung oder während der Erzählung ein Iman sich verlässt und dann etwas in sie reindringt, damit diese auch irgendwie dann ihnen gelehrt wird. Also schon ein Aufwand auch möglicherweise gewesen. Aber wichtig, dass sie Malakain waren, das ist richtig. Und sie waren in Babel, in Irak. Und es wurde und sie haben die Menschen auch davor gewarnt, ja, dass sie, wenn sie das machen, nicht zum Kafar werden. Ja, so weiter. Weil die Übersetzung manchmal ist... bedauerlicherweise, ich habe auch letzte Mal gesehen, Mehrzahl haben sie in einem Teil gemacht. So weiter. Tayyib, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum für eure aufmerksames Zuhören, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.